Daniela Strigl, Marie von Ebner-Eschenbach, ist eine Autorin, die den meisten von uns aus dem Schulunterricht, zumindest dem Namen nach, bekannt und geläufig ist. Allerdings, dass Marie von Ebner-Eschenbach und ihre Bücher heute von irgendjemandem als sexy empfunden werden, das kann man wahrhaftig nicht behaupten. Wie sexy ist Marie von Ebner-Eschenbach denn für Sie? Sie ist eine Autorin für mich, die auch heute noch gegen den Strich zu lesen ist. Und man macht ja so eine Wiederentdeckung nicht aus Pietät, sondern aus Begeisterung für die Texte. Und da ist sie einfach jemand, der zeitlos gültige Themen anspricht. Also es geht einfach um Dinge, die uns heute auch noch interessieren. Es geht gegen Heuchelei, gegen Ungerechtigkeit, gegen gesellschaftliche Konventionen, die sinnentleert sind, gegen Dünkel. Und sie als Person ist einfach eine unglaublich willensstarke Frau gewesen und hat auch als solche eine starke Ausstrahlung bis heute. Eine biedere Matrone mit Herz. Dieses Bild könnte man etwas salopp sagen, verbinden viele heute mit Marie von Ebner-Eschenbach und ihren Werken. In einer neuen Biografie der Dichterin, die dieser Tage im Residenzverlag erscheint, zeichnen Sie ein differenzierteres Bild. Also Matrone mit Herz ist vielleicht sogar ein Aspekt der Ebner-Eschenbach, aber es gibt noch viele, viele andere. Es sei höchste Zeit, eine andere Ebner-Eschenbach zu entdecken, schreiben Sie. Für heutige Leserinnen und Leser, die mit Sylvia Plath oder Ingeborg Bachmann vielleicht sozialisiert sind. Was könnte diesen Leserinnen und Lesern Ebner-Eschenbach heute sagen? Naja, sie war eine sehr kämpferische Frau und sie hatte es als Adelige nicht leicht. Und das hat sie aber selbst hinter diesem Matronenbild versteckt. Also sie war ja auch einmal jung und als junge Autorin hat sie vor allem satirische Texte geschrieben, ironische und witzige, in denen sie auch die Männer auf die Schaufel nimmt. Also sie ist viel moderner, als man glaubt. Sie sagen, sie hatte es als Aristokratin nicht leicht. Warum? Jetzt könnte man ja meinen, gerade als Aristokratin habe sie es leichter gehabt wie andere Frauen. Ja und nein. Also in ihrer Familie war das Schreiben einfach verpönt, weil es war klar, dass es einerseits bedeutet, einen unabhängigen Geist zu entwickeln für eine Frau und andererseits eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die für junge, adelige Damen nicht opportun war. Die Erzählung Krambambuli gehört bis heute zu den berühmtesten Werken der Ebner-Eschenbach. Die Geschichte eines Hundes, der zwischen zwei Herren hin und her gerissen ist. Krambambuli gehört auch zu ihren frühesten Leseerlebnissen. Wie hat sich denn Ihre erste Begegnung mit dem vielleicht bekanntesten Literaturhund des 19. Jahrhunderts vollzogen? Ja, tränenreich, aber ich wusste noch nicht, wie es ausgeht, weil ich auf dem Dachboden meiner Großeltern eine Ausgabe gefunden habe, wo die letzten Seiten gefehlt haben. Und ich habe mir dann ein gutes Ende dazu ausgedacht. Damals waren Sie ein Kind oder ein Teenager? Ja, war ich ein Kind. Ein Ende, wo der Hund nicht stirbt. Und irgendwann kommt man dann drauf, wie es wirklich ausgeht und dann muss man erst recht weinen. Wie es bei vielen Werken des bürgerlichen Realismus der Fall ist, ist auch Krambambuli nicht frei von einer gewissen Rührseligkeit. Sie haben es gesagt. Spricht das gegen diesen Text? Nein, es gibt ja auch so etwas wie Pathos im besten Sinn. Also etwas, was einen bei Literatur erschüttert. Und das ist so ein Text. Es ist außerdem ein Text, wo es nicht nur um Tier-Mensch-Beziehung, um Treue geht, sondern auch um soziale Verhältnisse. Da geht es ja um Wilderer und um Leute, die hart bestraft werden, weil sie im Wald die Früchte des Waldes für sich beanspruchen. Also das ist auch ein Text, in dem der Adel kritisiert wird, wie in so vielen Geschichten von Ebner-Eschenbach.
Die Lebensdaten der Marie von Ebner-Eschenbach, das ist verblüffend, sind genau dieselben wie die von Kaiser Franz Josef. Sie lebte von 1830 bis 1916. Das heißt, ihre Lebensspanne umfasste die Zeit zwischen Vormärz und Erstem Weltkrieg. Eine ungeheure Zeitspanne, auch aus heutiger Perspektive. Inwieweit spiegeln sich denn die Brüche und auch die Zerreißproben der österreichischen oder der europäischen Geschichte in ihrer Biografie wieder? Ja, sie hat das sehr bewusst und auch sehr engagiert miterlebt. Sie war eigentlich eine Sympathisantin der 1848er Revolution gegen die Interessen ihres Standes. Da war sie noch jung. Und sie wurde dann später eigentlich immer konservativ. Also sie war eine Anhängerin der Monarchie, das ist klar. Aber sie wollte die Reform. Sie hat gesehen, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Und das spiegelt sich auch in ihren Werken. Also sie hat das verarbeitet und sie hat vor allem dann auch ja, natürlich auch so eine gewisse Melancholie in ihren späten Werken. Das heißt, politisch war sie eine Liberale, vielleicht sogar in ihrer Zeit eine Linksliberale. Sie wurde auch von der Sozialdemokratie als große Dichterin gefeiert. Ihre eigene Beziehung zur Sozialdemokratie war nicht so entspannt. Ja, also sie war eine, könnte sagen, kritische Monarchistin und Sozialreformerin. Aber sie hat die Revolution, nämlich die Massenrevolution, immer mehr gefürchtet. Sie war gegen Gewalt und das hat ihr Angst eingejagt. Sie war eher für Evolution als für Revolution. Und sie wurde aber verehrt von den Führern der Sozialdemokratie, also von Viktor Adler, vor allem für ihren Roman Das Gemeindekind. Das heißt, von dieser Position her war sie ein bisschen so wie Grillparzer oder Stifter. Man hat sympathisiert mit liberalen oder vielleicht sogar sozialpolitisch fortschrittlichen Reformen, aber man fürchtete den Massenaufstand. Ja, wobei ich sagen würde, in ihren Werken hat sie sich doch deutlicher noch engagiert. Sie war auch eine Kirchenkritikerin. Also das ist für eine katholische Adelige ja auch nicht selbstverständlich. Also ihr Vater war der Graf Dubski und sie ist gegen die Kirche aufgetreten und wurde auch von den Klerikalen kritisiert und verfolgt, also öffentlich angeprangert. Marie von Ebner-Eschenbach hat sich auch gegen den Antisemitismus eingesetzt, wie Sie in Ihrer Biografie herausarbeiten. Wie hat sich das abgespielt? Also sie ist beigetreten einem Verein zur Abwehr des Antisemitismus, den Bertha von Suttner mit ihrem Mann ins Leben gerufen hat. Und da ist sie mit ihrem Gatten, also Ebner-Eschenbach und ihr Mann, der ein General war, beigetreten. Der Verein hat aus naheliegenden Gründen natürlich nicht Juden gesucht als Proponenten. Und das war einfach eine Zeit, wo Lueger in Wien den Ton angegeben hat. Und das war, glaube ich, der einzige Mensch, den Ebner-Eschenbach wirklich gehasst hat. Den hat sie verachtet, als Kanaille bezeichnet, wo sie sonst sich sehr gewählt und milde ausgedrückt hat. Und das war ihr wirklich ein Anliegen. Wie wir wissen, hat es nicht viel gebracht. Aber sie hat sich jedenfalls bemüht und auch in ihren Tagebüchern merkt man, dass sie das sehr beschäftigt hat. Also diese Atmosphäre in Wien hat sie als abstoßend empfunden. Sie haben zusammen mit Eveline Polt-Heinzel und Ulrike Tanzer im Residenzverlag soeben eine schöne Ebner-Eschenbach-Leseausgabe herausgegeben, sehr farbenfroh gestaltet, ich will nicht sagen poppig, aber doch sehr animierend zum Lesen. Welche Schwerpunkte haben Sie denn in dieser Leseausgabe gesetzt? Ja, es ist eine Leseausgabe und es soll gezeigt werden, wie spannend diese Autorin ist und was für einen grandiosen Stil sie hat. Also sie schreibt einfach wahnsinnig gut. Sie schreibt wunderbare Dialoge, weil sie ja vom Theater kommt. Und sie kann Menschen charakterisieren. Und das liest sich eben überhaupt nicht verstaubt, sondern sehr aufregend, auch heute. Wenn man noch nie etwas gelesen haben sollte von Ebner-Eschenbach, welchen der Texte in dieser Ausgabe würden Sie denn empfehlen, als erstes sich vorzunehmen, um so richtig angefixt zu werden von dieser Dichterin? Ja, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht Das Gemeindekind oder die ein oder andere Erzählung, da sind sicher die Perlen zu entdecken. Marie von Ebner-Eschenbach war auch eine großartige Aphoristikerin. Haben Sie den einen oder anderen Lieblingsaphorismus? Ja, da kann ich was vorlesen. Vielleicht auch als Kommentar zum Zeitgeschehen zu gebrauchen. Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf. Es kommt nur auf die Entfernung an, zum Beispiel. Oder der Gescheitere gibt nach.
eine traurige Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummen. Wenn man sich die politische Situation heute in Europa anschaut, dann hat man das Gefühl, ein triftiger Aphorismus. Vielen Dank für das Gespräch.